Hallo Leute, wisst ihr, was das für ein Tier ist? Nee? Kein Problem, Forscher waren sich auch lange Zeit nicht einig. Ist es ein Marder? Ist es ein Bär? Nee, stimmt alles nicht. Was es wirklich ist, erfahrt ihr in den ersten Infos. Der rote Panda ist etwas ganz Besonderes. Erst dachten Forscher, er gehöre zur selben Familie wie der Waschbär, weil sich die beiden ähnlich sehen. Doch das erwies sich als falsch. Dann nahmen Wissenschaftler an, er wäre mit dem großen Panda verwandt, denn beide lieben Bambus und haben deshalb ähnliche Vorderpfoten. Auch das stimmte nicht. Denn der große Panda ist ein echter Bär, der rote nicht. Nun vermuteten Forscher, er gehöre zur Familie der Marder. Beide können etwas Außergewöhnliches, mit dem Kopf voraus einen Baum runterklettern. Aber auch hier stellten Wissenschaftler fest, Fehlanzeige. Es fand sich einfach keine Familie, zu der sie den roten Panda zuordnen konnten. Und so bekam er seine eigene. Er ist das einzige Mitglied der Katzenbären. Der rote Panda lebt in den Bergen Asiens. Dort ist es oft regnerisch und kalt. Doch das macht dem Katzenbären nicht viel aus. Sein dichtes Fell hält ihn warm. Und da er vor allem Bambus futtert, findet er auch im Winter immer was zu fressen. Denn diese Pflanze ist immer grün und wirft nie ihre Blätter ab. Im Sommer und Herbst stehen auch Beeren, Wurzeln und Eier auf dem Speiseplan des Katzenbären. Und, wenn er einen erwischt, auch mal ein kleiner Vogel. Der rote Panda sieht zwar niedlich aus, ist aber ganz schön bissig und hat scharfe Krallen. Mit seinem roten Fell müsste der Katzenbär eigentlich auffallen. Tut er aber nicht. Bauch und Beine sind schwarz. Im Gesicht hat er weiße Streifen. Durch das Wechselspiel der Farben verschwimmen seine Umrisse zwischen Büschen und Bäumen. Deshalb ist er in der Natur nicht leicht zu entdecken. Ich will heute diese roten Pandas kennenlernen und bin nach China gereist. In eine Aufzucht- und Forschungsstation für Pandas in Chengdu, denn sie sind in der Natur selten geworden. Ich bin jetzt hier mit Susi verabredet und dann hoffe ich, dass ich endlich rote Pandas zu Gesicht bekomme. Ah, hi. Hi, komm mit. Ja, okay. Oh, wow. Ein großer Panda. Toll sieht der aus. Aber wir sind ja hier für die roten Pandas. Gibt's die denn überhaupt auch hier? Of course. Na klar, ich zeig sie dir. Okay. Susi hat nicht zu viel versprochen. Da sind sie schon. Ja! Da sind drei. Eins, zwei, drei. Und da ist noch einer. Oh ja, wie toll. Leute, ich hab's tatsächlich geschafft. Ich sehe einen roten Panda. Wie schön. Ich stelle mir das ganz schön ungemütlich vor auf so einem Ast, oder? Da muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Aber für die scheint das kein Problem zu sein. Im Gegenteil, der Katzenbär hat hier oben sogar geschlafen. Weißt du denn, wie viele rote Pandas hier in diesem Gehege sind? In dem Außengehege, es wird auch Schaugehege genannt, weil man hier die Tiere beobachten kann, sind 17 rote Pandas. Es gibt noch Innengehege, in denen leben 50 Tiere. Boah. Dann lass uns doch mal gucken, ob hier auch ein paar rote Pandas sind, die nicht nur so faul im Baum hängen, sondern auch unterwegs sind. Ja? Ja, let's go. Mein Wunsch geht in Erfüllung. Die Katzenbären sind wach. Der da genehmigt sich gerade eine Portion Bambus. Doch davon will noch jemand etwas abhaben. Ein anderer roter Panda sucht lieber am Boden nach Futter. Susi, schau mal da. Mega cool, wie der rote Panda kopfüber den Baumstamm runterklettert. Das können noch nicht einmal Katzen. Der Vorteil? So sieht er, was unter ihm ist und ob vielleicht ein Feind am Boden auf ihn wartet. Boah, echt beeindruckend, oder? Das können nicht viele Tiere. Der rote Panda hat behaarte Sohlen. So hat er immer warme Füße. Und die Haare bieten Halt an unebenen Baumstämmen, so wie Stoppersocken. Und da er auch noch scharfe Krallen hat, kann er einen Stamm runterklettern, ohne abzurutschen. Okay. Wir machen jetzt Futter für die roten Pandas. Ah, okay.
Dazu gehen wir ins Innengehege, wo die anderen Katzenbären leben. Hallo. Ja. Hey, wir dürfen das Futter nicht mit bloßen Händen anfassen, weil wir sonst Krankheiten übertragen könnten. Was soll ich machen? Okay. What should I do? You took over her job. Du übernimmst ihre Arbeit. Das hier zerteilen. Die Masse fühlt sich wie Teig an. Was ist das jetzt genau? Es riecht sehr gut so. Süßlich. Das ist ein Brei aus Gerste, roten Bohnen und Mais. Ach, und Vitamine sind auch drin. Okay. Und das schmeckt den Pandas? Sie lieben es. Das ist eine richtig schöne Matschepampe, das macht Spaß. Der Tierpfleger wirft einen kritischen Blick auf meinen Brei. Er mixt es nochmal durch. Vielleicht haben wir es nicht gut genug gemacht. Jetzt fehlt nur noch ein Schuss Spezialmilch. Dann ist das Futter fertig. Die Katzenbären, die wir gleich füttern dürfen, sollen nicht mit uns in Berührung kommen, um nicht krank zu werden. Deshalb müssen wir Schutzkleidung anziehen. Das heißt jetzt also, wir dürfen wirklich in das Gehege von dem roten Panda gehen. Und er ist da. Das ist ja spannend. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Angst, weil die sollen gar nicht so ungefährlich sein. Die können ziemlich beißen und kratzen. Da hat wohl jemand Hunger. Der rote Panda kann es kaum erwarten, bis seine Tierpflegerin Lisa mit dem Futter zu ihm ins Gehege kommt. Leute, 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 da ist schon einer. Ich stelle mal gleich die Schüsseln hin, vielleicht kommt er dann zu uns. In die Innengehege dürfen nur die Tierpfleger. Normale Besucher bekommen diese Katzenbären nicht zu sehen. Deshalb erklärt mir Susi, wie ich mich verhalten soll. Wenn er auf dich zukommt, zeig keine Angst und beweg dich langsam. Und fass ihn nicht an, vor allem nicht am Schwanz. Warum speziell den Schwanz nicht? Weil er für rote Pandas sehr wichtig ist. Wenn sie miteinander kämpfen, versuchen sie, sich gegenseitig in den Schwanz zu beißen. Wenn du ihn da anfasst, denkt er, du würdest ihn angreifen. Klar, und der Schwanz ist natürlich für ihn ein ganz wichtiges Körperteil, weil wenn er da in den Ästen rumläuft, dann braucht er den zum Ausbalancieren. Und wenn er sich nicht mehr ausbalancieren kann und nicht mehr gut klettern kann, dann findet er nichts mehr zu fressen. Und das ist ein Riesenproblem, dann würde er verhungern. Der hier, der hat ja jetzt da irgendwie so was Komisches am Schwanz hinten. Was ist da passiert? Das hat er von einem Kampf. Da hat ihn ein anderer in den Schwanz gebissen. Autsch, das sieht ziemlich fies aus. Hat er eigentlich einen Namen? Ja, er heißt Lauer. 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 Das bedeutet der Zweitgeborene. Das ist in chinesischen Familien sehr verbreitet, dem zweiten Sohn den Spitznamen Lao Er zu geben. Bis jetzt habe ich nur Lao Er gesehen. Hier leben aber 4 Katzenbären. Platz haben sie genug, denn rote Pandas sind faul. Mehr als 500 Meter legen sie pro Tag nicht zurück. Die Tiere werden hier gezüchtet, um sie später auszuwildern, weil es nur noch wenige Katzenbären in China gibt. Warum ist jetzt der eine so zutraulich und die anderen trauen sich gar nicht zu uns? Lao Er wurde hier von Hand aufgezogen, weil sich seine Mutter nicht um ihn gekümmert hat. Deshalb ist er an Menschen gewöhnt. So, wo ist jetzt unser Panda hin? Oh. Oha. Habe ich gar nicht bemerkt. Oh. Lao Er hat seine Tierpflegerin entdeckt und fordert sie zum Spielen auf. Dabei geht er nicht gerade zart mit ihr um. Der kleine Panda folgt Lisa auf Schritt und Tritt. Sie ist ja quasi seine Mutter. Die anderen sind viel vorsichtiger. Jetzt gibt's natürlich noch die Hauptnahrung unserer roten Pandas, nämlich Bambussprossen. Wie viel soll ich da mitnehmen? Das sollte reichen. Es ist nur ein Snack.
Okay, so wenig für 4 rote Pandas. Na gut. Let's go. Für die Hauptmahlzeit ist es noch etwas zu früh. Die gibt es später. Wir haben jetzt aber nicht nur Bambus dabei, sondern auch noch ein paar Leckereien. Äpfel. Ah, schaut mal, wer da kommt. Ich leg den Bambus hier einfach mal hin. Komm. Und wieder ist Lauer der Einzige, der sich zu uns traut. Aber er will gar nicht zum Futter. Stattdessen steuert er auf uns zu und sieht uns erwartungsvoll an. Was will er? Alles klar. Er hat gecheckt, dass Lisa Äpfel dabei hat. Die schmecken ihm einfach viel besser als der Bambus. Wow, schau mal. So hoch, okay. Pass auf seine Krallen auf. Ja, ich hab's gesehen. Er ist schon mit seinen Krallen gekommen. Aber er frisst eigentlich ganz manierlich. Schau mal, ich hab noch mehr. So, Lauer hat seinen Anteil bekommen. Der Rest ist für die anderen. Hoffentlich lässt er denen auch noch etwas übrig. Können wir gehen? Let's go. Wir gehen zurück ins Freigehege. Auf dem Weg dahin zeige ich euch noch was. Schaut mal, hier steht, bist du größer als ich. Der rote Panda ist, wenn er sich aufrichtet, ungefähr 60 cm groß. Da bin ich natürlich größer. Oder? Im Freigehege haben die Tierpfleger das Frühstück verteilt. Hier gibt es Brei und Kürbis. Der ist sehr hart, aber mit seinen scharfen Zähnen beißt der rote Panda mühelos kleine Stücke raus. In diesem Kürbis sind Apfelstücke versteckt. Die ganze Ladung gehört jetzt ihm. Und dieser hier steuert den Bambus an. Das ist die Hauptnahrung der Katzenbären. Da die Pflanze nur wenig Nährstoffe enthält, müssen sie fast den ganzen Tag lang fressen. Der rote Panda kann sein Futter in den Pfoten halten. Die harten Außenblätter zieht er mit seinen Zähnen ab. Dann kommt er an das weiche Innere dran. Ich zeige euch, warum er so gut greifen kann. Der rote Panda hat 6 Finger. Wir haben ja so eine 5-gliedrige Hand und bei unseren Fingern ist der Daumen den 4 Fingern hier gegenübergestellt und so können wir super greifen. Der rote Panda hingegen hat 6 Finger, 5 hier so nebeneinander und dann hat sich hier noch so ein 6. Finger entwickelt. Das nennt man auch den falschen Daumen und damit kann er auch gut Sachen greifen oder beim Klettern ist es auch sehr hilfreich. Diese praktische Pfote hat auch der große Panda. Auch er hat 5 Finger in einer Reihe und einen falschen Daumen. Diese spezielle Pfote war ein weiterer Grund, weshalb die Wissenschaftler früher vermuteten, dass die beiden Pandas miteinander verwandt sind. In der Natur gibt es kaum noch Nachwuchs bei den Katzenbären. Es gibt nur noch wenig wildlebende Tiere. Die finden keine Reviere mehr, weil viele Wälder abgeholzt wurden. Eine Situation wie diese ist deshalb ein kleines Wunder. Diese Katzenbärin hat in einer Höhle ein Junges bekommen, das sie alleine aufzieht. Im Gegensatz zu vielen anderen Säugetieren kommt es mit einem dichten Fell auf die Welt. Das Baby ist jetzt 2 Wochen alt. In den ersten Tagen ist es mit Schlafen und Trinken beschäftigt. Seine Mutter verlässt die Höhle nur, um selbst zu fressen. Lange lässt sie ihr Baby nie allein. Es braucht alle paar Stunden Milch und Wärme. Leute, jetzt darf ich was ganz Besonderes miterleben. Eine der Tierpflegerinnen, Lisa, hat mir erlaubt, sie zu begleiten, wenn sie zu den Babys von den roten Pandas geht. Und deswegen sind wir auch so angezogen. Die Katzenbärenbabys sind krankheitsanfällig. Sie werden zwar von Menschen großgezogen, aber Muttermilch, die sie stark und widerstandsfähig machen würde, gibt es nicht. Deshalb sind die Tierpfleger total hygienisch verpackt. Und habt ihr gesehen, die haben noch gar kein rotes Fell.
Die sind noch grau. Ah, dafür der kleine Stuhl. Bevor das Kleine seine Flasche bekommt, muss es erst noch auf die Toilette. Das passt ihm gar nicht. Aber es ist wichtig, dass das Baby vor dem Trinken Pipi machen kann. Ja, sie hilft ihm beim Lösen. Das kann er nicht von selber groß und klein machen. Und normalerweise machen das natürlich die Mütter. Das ist so niedlich, aber der hat schon ordentliche Krallen. Ich glaube, der kann schon kratzen. Jetzt ist es endlich soweit. Das Junge bekommt seine Flasche. Es ist eine spezielle Milch. Denn normale Kuhmilch verträgt ein Katzenbär nicht. Um Katzenbärenbabys von Hand aufzuziehen, braucht man viel Erfahrung. Am schwierigsten sind die ersten Wochen. Doch dieser kleine Kerl ist auf dem besten Weg. Jetzt geht's zurück in die Box. Die ist weich ausgepolstert und gleich wird das Baby einschlafen. Was für ein tolles Erlebnis, oder? Noch ungefähr einen Monat, dann hat der Kleine auch so ein schönes rotes Fell wie die erwachsenen Tiere. Für euch gibt's jetzt die nächsten Infos. Das kleine Pandamädchen in der Höhle draußen im Wald ist mittlerweile 2,5 Monate alt. Sie hat ihr rotes Fell bekommen und ist tagsüber wach. Alles wird jetzt erforscht. Ihre Mutter ist in Schwierigkeiten. Ein Leopard beobachtet die Katzenbären. Hat er schon entdeckt, dass sie ein Junges in der Höhle hat? Das kluge Weibchen lenkt die Raubkatze ab. Immer höher klettert sie auf den Baum, dorthin, wo die Raubkatze ihr wegen der dünnen Äste nicht folgen kann. Der Leopard soll auf keinen Fall merken, dass sie in der Nähe ihr Junges versteckt hat. Sobald die Luft rein ist, läuft sie zurück zu ihrer Tochter. Die Katzenbärin ist auf diese Situation vorbereitet. Schon vor der Geburt hat sie mehrere Höhlen wohnlich eingerichtet. Die Gefahr ist zu groß, dass der Leopard wiederkommt und die Höhle mit dem Jungen entdeckt. Deshalb müssen Mutter und Tochter umziehen. Das Kleine verfällt in eine Tragestarre. So kann es sicher transportiert werden. Würde es zappeln, könnte es sich an den scharfen Zähnen seiner Mutter verletzen. Das Pandamädchen ist jetzt 3 Monate alt. Zum ersten Mal verlässt es die Höhle. Alles ist neu und muss erforscht werden. Die Gerüche, die Umgebung und das Futter. Ich möchte unbedingt rote Pandas in der Wildnis sehen. Deshalb bin ich in den Tangjiahe-Nationalpark gefahren. Das ist ein Schutzgebiet, in dem viele wilde Tiere leben. Hier treffe ich Feder. Er ist Ranger und kennt sich im Nationalpark gut aus. Wie sind denn unsere Chancen, hier rote Pandas zu sehen? Es gibt fast keine mehr in der Wildnis. Deshalb sind unsere Chancen gering. Aber vielleicht haben wir Glück. Jetzt müssen wir sie halt noch finden. Sind die eher in den Bäumen oben zu finden oder eher hier am Boden? Wenn sie Futter suchen, sind sie am Boden. Sie jagen ja auch kleine Nagetiere. Aber wenn sie sich ausruhen wollen, dann sind sie in den Bäumen. Dann würde ich sagen, wir schauen mal weiter. Ah, schaut mal, da hinten sind jetzt so kleine Höhlen. Und hier ist alles voller Bambus. Also eigentlich perfekte Bedingungen für unsere roten Pandas. Ja, hier in der Nähe könnten welche sein. Denn hier ist es ideal für sie. Sie finden Futter und es gibt genug Wasser. Dann schaue ich mal, vielleicht entdecke ich ja tatsächlich welche. Okay, das ist kein roter Panda, sondern ein tibetischer Makake. Ob er weiß, wo die Katzenbären leben? Wir suchen weiter. Schau mal. Das ist ein Takin. Der liebt auch die kühlen Bergregionen. Jetzt hat er uns entdeckt. Ein paar Meter weiter sehen wir ein Wildschwein.
war doch gerade was, oder? Seht ihr was? Ich habe definitiv was vorbeihuschen sehen. Ich habe eine Idee, wie ich es doch noch schaffe, einen roten Panda zu sehen. Das probiere ich nachher mal aus. Ihr wisst ja, obwohl der rote Panda so ein schönes rot leuchtendes Fell hat, kann man ihn zwischen den Blättern und Ästen nicht gut erkennen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt mal das Gleiche. Ich ziehe mir eine rote Jacke an. Na? Und verstecke mich damit im Gebüsch. Und vielleicht sieht mich der rote Panda dann auch nicht und kommt raus. Gute Idee, oder? Da ist einer. Endlich. Oh Mann, Leute, war das nicht der absolute Hammer? Ich hab's geschafft und doch noch den roten Panda in der Wildnis gesehen. Seht ihr, man sollte eben nie aufgeben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert.